rastlos gewesen. Da hat man nicht bedacht, was der Gesell hier als Frage aufgeworfen hat. Gibt es da nicht auch noch eine andere Option? Nämlich dieses Geld, was hier einige übrig haben und manche sehr viel davon übrig haben, dieses Geld weder zu konsumieren noch anzulegen, sondern es dem Kreislauf zu entziehen. Das hat der Gesell genannt Horten oder manchmal auch Hamstern. Und wenn das geschieht, dass hier diesem Kreislauf Geld entzogen wird, dann fehlt hier der Durchfluss. Und das führt dann dazu, nehmen wir mal an, hier wird überhaupt nichts mehr durchfließen, dass dieser Teil des Sozialproduktes zu viel wäre im Verhältnis zur Nachfrage. Der könnte nur abgesetzt werden, indem hier die Preise sinken. Also diese Linie soll andeuten, nur die Preise sinken, nicht die Menge, sondern zunächst mal nur die Preise. Das nennt man Deflation, wenn die Preise auf der ganzen Linie sinken. Das ist etwas, was wir 1929 unter anderem in Deutschland gehabt haben. Wenn aber die Erlöse dann sinken bei den Unternehmen, während sie die Kosten nicht gleichermaßen schnell senken können, aus Gründen, die man auch im Einzelnen durchdiskutieren könnte, dann brechen so und so viele Unternehmen zusammen, geraten, wie ich das immer auch mit ein paar Bildern darstelle, mit dem Kopf unter Wasser und ersaufen. Und diese Firmenzusammenbrüche bringen dann ein Wegbrechen von Arbeitsplätzen mit sich. Und selbst die Firmen, die überleben, die versuchen, die Kosten zu senken. Und ein Teil der Kosten sind die Arbeitskosten. Und also auch von dort her wird die Tendenz entstehen, hier wachsende Arbeitslosigkeit. Das war also die Sichtweise von Gesell, nämlich, wenn hier dieser Kreislauf nicht mehr geschlossen ist, wenn das Geld hier nicht mehr durchfließt, wenn es hier abgezogen wird und niemand hindert diejenigen, die Geld übrig haben, daran, dieses Geld eben dem Kreislauf zu entziehen, dann kommt es hier zu Arbeitslosigkeit und einer Kettenreaktion. Die haben in der nächsten Runde weniger Einkommen, können weniger ausgeben, die Nachfrage sinkt noch mehr, die Arbeitslosigkeit steigt noch mehr, in der nächsten Runde noch mehr. Und dann geht das hier ab in die Krise. Das hier jetzt ganz grob angedeutet, die Folge dieses gespaltenen Geldflusses. Nämlich das Entziehen des Geldes aus dieser Realwirtschaft lässt das gleiche Geld gesamtwirtschaftlich negative, krisenhafte Symptome hervortreiben. Und Gesell hat diese Widersprüchlichkeit aufgedeckt, die Ökonomen vor ihm und man muss sagen auch nach ihm alle übersehen haben. Der Adam Smith hat das nicht gesehen und thematisiert, die sogenannten, auch Marx hat diesen Aspekt nicht gesehen. Er hat die Gründe für die Krise des Kapitalismus woanders gesehen. Auch die sogenannte Neoklassik, diese mathematisierte Version, die ich vorhin kurz angesprochen hatte, ist dafür blind. Und selbst bei Keynes, der 20 Jahre nach Gesell durchaus ähnliche Gedanken entwickelt hatte, ist es nicht so klar herausgekommen wie bei Silvio Gesell selber. Ja, das gleiche Funktionsprinzip, das Geld an sich, wenn es in dem Kreislauf fließt, erfüllt eine wichtige Funktion, wenn es in die Spaltung gerät, schlägt es um ins Gegenteil. Und wird ja, zur Ursache für Krisen, die sich dramatisch zuspitzen können. Nun ist auch hier die Frage, wie geht man damit um? Wie löst man das Problem? Ich hatte kurz gerade angedeutet, dass der John Maynard Keynes eben erst 1936 durchaus ähnliche Gedanken entwickelt hat. Er hat da andere Begriffe für verwendet. Die klingen auch alle viel komplizierter noch als bei Gesell. Aber immerhin, er ist dann anerkannt worden, der Keynes galt dann als der größte Ökonom des Jahrhunderts, lange bevor das Jahrhundert abgelaufen war. Und was war denn die Lösung bei Keynes? Eigentlich hätte doch hier angesetzt werden müssen, denn hier lag doch das Problem. Das ist wie bei einer Zentralheizung, ja, wenn das das Heizungssystem ist und jetzt kühlt der Raum ab
und man guckt ja, wo liegt denn die Störung, dann findet man hier irgendwo ein Leck. Aha, da fließt das ganze warme Wasser raus. Dann ist ja kein Wunder, dass hier der Raum abkühlt, die Konjunktur abkühlt. Aber was würde der Klempner machen? Der würde hier ansetzen, nachdem er diese Fehlerquelle aufgedeckt hat. Hier ist zu reparieren, hier ist abzudichten. Aber der Keynes hatte wohl das Gefühl, da verbrennt er sich die Pfoten. Wenn er sich daran wagt, und er lag da wohl durchaus auch nicht ganz falsch, denn dafür, dass er hier die Finger weggelassen hat, ist er berühmt geworden. So absurd wie das ist. Was hat er stattdessen gemacht? Er hat gesagt, er setzt mal woanders den Trichter an und schütten hier noch heißes Wasser nach. Im übertragenen Sinn war das dann Geldschöpfung, die dem Staat auf direktem oder indirektem Wege zufließt. Und der Staat sollte dann mit diesem zusätzlich reingegebenen Geld Staatsaufträge an die Wirtschaft vergeben und darüber die Nachfrage, die ja hier zusammengebrochen war, künstlich anregen und darüber dann alles wieder in Schwung bringen. Nun, das hat er tatsächlich auch gewirkt. Dort, wo Keynesianismus angewendet wurde, hat er in der Weise gewirkt. Und man fand, dass der Keynes sowas war wie ein Wunderdoktor. Er hat es, oder die keynesianische Politik hat es wirklich geschafft, einen depressiv gewordenen Kapitalismus, man sprach ja wirklich von der großen Depression, den sozusagen wieder aufzupäppeln. Allerdings über Risiken und Nebenwirkungen gab es keine Packungsbeilage. Und die Risiken waren die, dass von dieser Geldschöpfung, von dieser Geldspritze, ich mal das mal so hin, ja, das ist die Geldspritze hier, die dann dem Staat in die Hand gegeben wurde, dass dort reichlich Gebrauch gemacht wurde und dass die Nachfrage dann überschwappt und dann kommt es zur Inflation. Das ist das, was der Keynesianismus mit hervorgetrieben hat über ein paar Jahrzehnte Anwendung, die schleichende und immer schneller schleichende Inflation. Und außerdem hat sich der Staat ja mit dieser Geldspritze, die ihm ja vom Bankensystem als Kredit zur Verfügung gestellt wurde, immer mehr verschuldet. Und das ist die eskalierende Staatsverschuldung. Das sind die zwei Nebenwirkungen des Keynesianismus. Warum? Weil Keynesianismus eine Symptombekämpfung war. Sowas hier. Oder sowas hier. An den Symptomen hat man herumgedoktert. Silvio Gesell hatte aber eine ganz andere Vision. Die Lösung der Blockierung ist die Lösung. Die Lösung der Geldblockierung. Hier ist dafür Sorge zu tragen, dass dieses Geld in den Fluss kommt oder im Fluss gehalten wird. Und nicht durch einen Zins, der auf Dauer eh nicht hinreichend attraktiv im Durchschnitt werden kann oder bleiben kann. Und der im Übrigen noch eine Fülle von Krisensymptomen hervortreibt, auf die ich jetzt im Moment und heute Abend hier nicht eingehen kann. Aber der Zins treibt aus sich heraus als Zinseszins unvermeidlich immer stärkere Krisen hervor. Anstatt sich eines solchen fragwürdigen, letztendlich destruktiven Regulators zu bedienen, brauchte es eine, wie das dann auch genannt wurde, konstruktive oder jedenfalls nicht destruktive Sicherung des Geldumlaufs. Und die wollte Silvio Gesell hier ansetzen, dem Horten, der Zweckentfremdung des Geldes, dem Entzug dieses Geldes aus dem realwirtschaftlichen Kreislauf entgegenwirken mit einer Umlaufsicherungsgebühr, eine Art Parkgebühr auf Geld, was diesem Kreislauf entzogen worden ist. Und so wie wir es in den Innenstädten in den letzten Jahren, Jahrzehnten kennengelernt haben und uns daran gewöhnt haben, dass da die Parkgebühren ziemlich hoch sind und man deswegen ziemlich schnell den Parkplatz wieder räumt, hatte Gesell damit die Überlegung verbunden, wenn diese Gebühr hier hinreichend hoch ist und er schätzte, das könnte vielleicht bei 6% pro Jahr liegen, dass dann dieses übrige